Hey, meine Leute draußen, ich bin's Jan von Ballistic Knight und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Diese drei schönen Megatins der Match Attacks Champions League 18-19 Serie haben wir bereits die letzten Tage für euch geöffnet. Täglich ist ein Video zu jeder Tin gekommen. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, schaut ihr auf jeden Fall an. Und wenn ihr sie gesehen habt, wisst ihr ganz genau, eine Tin fehlt noch und das ist die mit den Rising Stars, und zwar jede Tin kostet 12 Euro, enthält 60 Karten, davon 15 exklusive Karten, die es nur in der jeweiligen Tin gibt. Deswegen, wir hatten hier bereits Superstars, Title Winners oder auch Super Strikers, gestern hatten wir die, also sind 15 Karten, die es exklusiv zu diesen Tins gibt. Vielen Dank auch an Tops, die uns diese Tins zugeschickt haben, damit wir sie euch präsentieren. Der Link zum Online-Shop von ihnen ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir öffnen das Ganze. Hier vorne haben wir schon mal einen Bundesligaspieler drauf. Das ist Amiri. Dann noch Ünder ist es, glaube ich, von Rom. Und bei dem bin ich mir nicht sicher. Aber wenn ich mir die anderen Tins so anschaue, dann haben wir die meisten, war es meistens so, dass die Spieler, die außen drauf waren, zumindest die meisten, auch drin waren. Deswegen können wir gespannt sein, ob wir die dann auch da drin sehen. Wir haben hier zwei verschiedene Packs drin, wie auch schon die letzten Tage. Und zwar ist das einmal ein relativ dickes Pack mit den, sag ich mal, normalen Karten, mit Base-Karten, ein paar Special-Karten. Und dann haben wir noch dieses kleine Päckchen mit einer Limi und den 15 exklusiven Karten. Wir beginnen natürlich, wie schon bei den anderen Tins, mit diesen fetten Päckchen. Und da beginnen wir wie schon gewohnt mit einer Winners-Karte. Und da haben wir heute Raphael Varane drinne. Also richtig starker Wert, 90 wahrscheinlich der beste Verteidiger in der ganzen Serie. Und auch aktuell einer der besten auf jeden Fall in der ganzen Welt. Dann machen wir weiter mit den Base-Karten. Da haben wir Derdiok, wir haben Tomicak. Dann haben wir das Duo von mit Sané und Bernardo Silva. Lines. Tottenham-Logo, da haben wir Jimenez, Phil Jones, Fernandinho, Veso, Alex Telles, Luperto, Nainggolan, Nastasic für Schalke, Fabinho, Gigi Buffon, stark, für PSG, Florenzi, Sergio Roberto, Thiago. Dann machen wir weiter mit Mario Mandzukic, Jerdan Shaqiri, mittlerweile ja bei Liverpool. Dann Marquinhos, Perotti, Ivan Rakitic, Caligiuri, Diaz von Lyon, Philippe. Wobei ich glaube, Diaz ist mittlerweile wieder zurück bei Real, bin ich mir nicht sicher. Koulibaly, Marcelo, dann das Real Madrid Logo, wenn man schon von ihnen spricht. Dann Golovin, Neuzugang von Monaco, dann Godin, Kompany, Ödes, Aholu, also Monaco mit einem komplett neuen Team, habe ich das Gefühl, sehr, sehr viele junge Spieler. Dann haben wir Juan Fran, Lyon Logo, dann Juma, Diallo und Akanjido, Muslera, Brügge, und dann kommen wir auch schon zu den Special Karten. Da haben wir zu als erstes haben wir Jao Cancelo für Juventus Turin. Dann von Tottenham Christian Eriksen, der ist auch schon mehrfach aufgetaucht in diesen Tins. Hatten wir schon als Man of the Match unter anderem, als, was hatten wir noch, als Superstar und so weiter. Dann haben wir noch Mauro Icardi für Inter. Und die letzte Karte ist meistens die beste Special Karte. Es ist Guido Burgstaller, Man of the Match. Also, starke Karte, ich liebe dieses Kartendesign, aber das habe ich ja auch oft genug schon gesagt. Also, die Special-Karten legen wir wieder hier raus. War auf jeden Fall wieder ein guter Haufen an Karten. Und wir machen weiter mit dem Extra-Päckchen mit den Rising Stars. Ich öffne das Päckchen mal zuerst und dann schauen wir uns an, wen wir als Limit drin hatten. Wir hatten schon einige Superstars, deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir auch wieder eine gute haben, wobei bei den Limis sind eigentlich nur Superstars dabei. 3, 2, 1, boom, es ist Leroy Sané und das ist einfach richtig nice. Und
Das passt auch voll, finde ich, weil Leroy Sané ist natürlich auch ein relativ junger Spieler. Ich weiß nicht, ob es ihn auch als Rising Star Karte gibt. Ich gehe mal nicht von aus, weil er eigentlich schon ein Star ist. Sonst hätte er auch keine Limi und keinen Rising Star mehr. Aber das ist auf jeden Fall richtig geil. Und ich glaube, der fehlt uns auch noch, soweit ich weiß. Also, richtig starke Karte, 93 Angriff. Also, Leroy Sané, sehr, sehr geil. Und dann fangen wir an, uns die Rising Star Karten anzuschauen. So sehen die aus. Also, immer verschiedene Hintergründe, Hintergrundfarben, sage ich mal. Hier, was hatten wir schon? Lila unter anderem, Türkis hatten wir gestern. Heute haben wir Pink für die Rising Stars. Und wir fangen an mit Ousmane Dembélé. Also mit Sicherheit ein Rising Star, wenn er nicht schon sogar ein Star ist. 88 Angriff, es spricht auch dafür, dass er schon ein Star ist. Also für sehr, 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 sehr viel Geld von Borussia Dortmund zu Barca gewechselt. Und der hat sich die 88 auch verdient. Also richtig starker Spieler. Ich bin mal gespannt, wie groß und wie krass der noch wird. Aber in der letzten Zeit auch ein paar Mal verletzt gewesen, glaube ich. Aber ich denke auf jeden Fall einer, der noch größer werden kann, als er schon ist. Dann machen wir mit dem nächsten Spieler weiter. Und der ist für mich auch eigentlich schon ein Superstar oder ein großer Spieler. Und zwar ist das Marco Asensio. Hier sieht man es auch schon. 20 Champions League Spiele. Aber für Dortmund anscheinend noch ein Rising Star. Natürlich auch noch ein sehr junger Spieler. 86 Angriff. Aber hat auch schon die Champions League gewonnen. Wenn ich mich nicht täusche, sogar mehrfach. Also auf jeden Fall starker Spieler. Ist sogar Stamm, glaube ich, bei Real und war es auch letztes Jahr beim Sieg der Champions League. Auf jeden Fall starker Spieler und bei dem bin ich auch noch gespannt, ob der sich in den nächsten Jahren vielleicht, wenn Messi und Ronaldo irgendwann mal in die Rente gehen würden, ich weiß nicht, ob das jemals passieren wird, aber dann vielleicht sich noch mehr ins Rampenlicht spielen. Dann haben wir als erstes noch als nächstes hier diesen Code, Online-Code für Sané. Dann machen wir weiter mit Carlos Soler und das müsste, ich bin mir sicher, ich gehe mal von aus, dass es dieser Spieler von der TIN ist. Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ich mir das Ganze so anschaue, würde ich Nein sagen. Ich finde, der sieht ein bisschen anders aus. Aber vielleicht hat er auch nur eine andere Frisur. Ich glaube, es ist nicht, aber es könnte sein. Auf jeden Fall ist er auch vom FC Valencia. Carlos Soler, guter junger Mittelfeldspieler. 80 Angriff, ist auf jeden Fall auch mal ein Statement. Richtig stark. Also aus Spanien. Dann machen wir weiter mit den deutschen Talenten. Da haben wir Niklas Süle. 85 Verteidigung. Unglaublich starker Spieler. Einer meiner Lieblingsverteidiger mittlerweile, muss ich sagen. Gebürtiger Frankfurter natürlich. Also, unglaublich starker Mann. Ich denke, in dem hat Deutschland auf jeden Fall einen starken Nachfolger, sage ich mal, für Hummels und Boateng gefunden, der ja mittlerweile auch schon eigentlich Stamm spielt bei den Bayern und auch Nationalmannschaft schon gespielt hat. Also, richtig starker Mann, dem auch noch die Zukunft gehört. Dann machen wir weiter mit Amin Harit. Ich glaube, marokkanischer Nationalspieler. 70 Angriff ist jetzt nicht ganz so gut wie die anderen Spieler bisher, aber auf jeden Fall auch ein starkes Talent, der auch schon bewiesen hat, dass er zumindest Bundesliga-tauglich ist. Und ja, auf jeden Fall auch starkes Talent für Schalke. Dann machen wir weiter mit einem Talent von Borussia Dortmund. Da hätten sie sogar verschiedene Spieler hier rauswählen können. Sie haben Abdou Diallo genommen, der erst im Sommer gewechselt ist zu Dortmund. 79 Verteidigung. Starkes Abwehrtalent, also da bin ich auch gespannt, wie groß der noch in der Zukunft wird, ob er für immer bei Dortmund bleibt oder vielleicht sogar noch zum besseren Verein geht. Da haben wir Nadiem Amiri, wie gesagt, schon auf der TIN gewesen, auf dem Cover, jetzt also auch als Rising Star Karte. 75 Angriff, richtig starker Wert für ihn. Wie ihr seht, vor der Saison noch kein Champions League Spiel gemacht, aber das ist auch ein Spieler, der kann auch noch größer werden, aber der kann auch so mittelmäßig bleiben. Bei dem weiß ich nicht genau, der hat auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Potenzial und ich denke, das liegt einfach daran, wie viel Spielpraxis er bekommt und ob er halt verletzungsfrei bleibt. Dann gehen wir nach England, da haben wir Gabriel Jesus, 86, ist für mich sogar noch ein wenig untertrieben, der Spieler
Der hat letztes Jahr schon bewiesen, wie stark der ist in der Premier League. Und auch dieses Jahr macht er genauso weiter. Auch in der Champions League zeigt er, dass er kicken kann. Also richtig starker Spieler, der Brasilianer Gabriel Jesus von Manchester City. Und dann gehen wir weiter zum Old Trafford. Da finden wir Marcus Rashford. Soweit ich weiß, aus der eigenen Jugend von Manchester United. 80 Angriff. Also Rashford am Anfang, als er seine Debüts gegeben hat und gefühlt bei jedem Debüt getroffen hat, war natürlich der Hype groß, aber ich denke, mittlerweile hat er gezeigt, dass er auf jeden Fall ein ordentlicher Stürmer ist. Ob er die Weltklasse jemals wirklich erreichen wird, weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall ein ordentlicher Stürmer, der auch beim Man U noch größer werden kann. Dann machen wir weiter mit Davinson Sanchez, ein Kolumbianer. Ich glaube, kam von Ajax zu Tottenham schon letztes oder vorletzten Sommer. Auf jeden Fall auch starker Verteidiger. Das ist so ein Biest da hinten in der Verteidigung. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber der wirkt so, wie er spielt. Und so lange, wie er schon, sag ich mal, auf meinem Radar auch ist, solange ich ihn auch kenne vom Namen her und so, fühlt er sich gar nicht mehr an wie ein Rising Star, sondern schon wie so ein etablierter Spieler. Hat auch 82 hier schon, also auf jeden Fall auch starker Spieler. Dann machen wir weiter mit einem Spieler, den ich auch richtig feiere. Trent Alexander-Arnold, Außenverteidiger bei Liverpool, Trikot Nummer 66, hat einen extrem langen Nachnamen hier. Alexander-Arnold, das steht komplett auf seinem Trikot. Also allein dadurch fällt er schon auf. Kann richtig kranke Freistöße schießen bei Liverpool. Also Spieler, der mir auch richtig gut gefällt. Hier 78 Verteidigung. Ich weiß gar nicht, gibt es hier irgendwie... Speed hat er 85, aber Freistoßwert gibt es nicht. Dann haben wir noch Cengiz Ünder. Wie gesagt, der war auch auf der TIN. 79 Angriff, junger türkischer Stürmer von Rom. Hat auch schon einige Spiele gemacht, wie man sieht. 5 Einsätze, ein Tor. Meist die letzten Jahre immer als letztes Jahr als Joker, glaube ich, gekommen. Ich gucke zu wenig Serie A, um einschätzen zu können, wie gut der wirklich ist. Aber ich habe den Namen schon oft genug gehört, um zu sagen, dass der auf jeden Fall ein Riesentalent ist. Dann machen wir wahrscheinlich mit dem krassesten Talent überhaupt weiter, und zwar ist das natürlich Kylian Mbappé. Der darf nicht fehlen, 10 Tore in 17 Champions League Spielen vor der Saison, und auch diese Saison reißt er wirklich letztes Wochenende gerade erst wieder 4 Tore in irgendwie 12 oder 13 Minuten gemacht. Das ist einfach unglaublich, was der macht, und der ist auch, scheint es so, jeden Cent wert, den PSG für ihn bezahlt hat. Also richtig starker Spieler. Hier hat er 93, Leute. Und wenn ihr unser Super Strikers oder unser Superstars Video gesehen habt von den Tins, dann wisst ihr, 93 haben kaum Spieler bekommen. Ich glaube, Messi hatte 94 oder 95. Also 93 hier zu bekommen, besonders als Rising Star, ist unglaublich stark. Aber die hat er sich auf jeden Fall auch verdient. Dann kommen wir schon zu den letzten beiden Spielern. Da haben wir Lautaro Martinez, auch richtig starkes Stürmertalent aus Argentinien. Ich glaube, erst diesen Sommer zu Inter gewechselt. Aber auch schon länger in aller Munde. Lautaro Martinez, richtig starkes Stürmertalent. Mal schauen, ob der sich dann in Italien durchsetzen kann und sein Potenzial sozusagen ausschöpfen kann. Und zu guter Letzt haben wir dann noch Wesley vom Club Brügge. Der hat vor der Saison schon 5 Spiele gemacht gehabt. Noch kein Tor für Brügge in der Champions League. Zumindest vor der Saison. Mit 69 Angriff, glaube ich, der schlechteste Spieler heute. Aber soweit ich weiß, ist er auch schon Stammspieler bei Brügge und auch ein gutes Talent. Natürlich kommt nicht an die anderen Talente ran wahrscheinlich. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir ihn in 2-3 Jahren sogar bei einem größeren Club. Aber wie gesagt, auch die belgische Liga verfolge ich nicht gut genug, um jetzt zu viel zu dem Spiel zu sagen. Das waren auf jeden Fall die Rising Stars. Hat mir auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Leider, Leute, war das die letzte Megatin. Ich habe noch alle 4 verschiedenen Mini-Tins. Die werden dann vielleicht nächste Woche kommen oder auf jeden Fall auch noch in nächster Zeit. Aber mit den Megatins war es auf jeden Fall. Es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht mit den Megatins. Und wie gesagt, der Link zum Topshop ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung, da könnt ihr sie euch alle 4 bestellen. Das war's von mir auf jeden Fall für heute. Zerstört den Like-Button, die 100 Likes wären auf jeden Fall wieder geil. Abonnieren nicht vergessen, falls ihr neu seid. Schaut auf unserem Kanal vorbei, da findet ihr alle möglichen
Karten, Sammelkarten, Sticker-Videos, FIFA haben wir auch auf unserem Kanal ein bisschen. Und wie gesagt, wir haben alle vier Tins aufgemacht. Das heißt, wenn ihr das Video halt als erstes zum Beispiel seht und die anderen Videos noch nicht gesehen habt, dann tut das auf jeden Fall noch schleunigst, denn die Karten, die anderen Sets waren auf jeden Fall auch noch nice. Und dann wird jetzt am Wochenende wahrscheinlich das Mappen-Update zur Champions League-Serie folgen, inklusive aller vier exklusiven Sets. Und ich muss sagen, das Album ist schon relativ voll. Ich sollte vielleicht das Mappen-Update öfter machen, aber ja, seid auf jeden Fall darauf gespannt. Das war's von mir für heute. Wir sehen uns bald wieder hier bei Ballist United. Ciao.